Und hier ist wieder Musculus mit einer weiteren Folge. Und zwar noch einmal zum Thema die spinale Muskelatrophie. Wir hatten das zwar schon einmal, aber diesmal ist ein anderer Experte zu Gast, nämlich Dr. Tim Hagenacker. Herzlich willkommen. Ja, hallo, es freut mich, heute hier zu sein. Lieber Herr Doktor, vielleicht können Sie uns noch einmal zum Beginn dieser Folge das Thema spinale Muskelatrophie aus Ihrer Sicht zusammenfassen. Ja, bei der spinalen Muskelatrophie kommt es zu einem Verlust von motorischen Nervenzellen, die eigentlich im Rückenmark sitzen, und durch einen Gendefekt gehen diese Zellen unter und verschwinden. Und als Folge davon kommt es zu einem zunehmenden Muskelabbau und damit zu zunehmenden Lähmungserscheinungen. Welche unterschiedlichen Formen der SMA gibt es eigentlich bei Erwachsenen und Betroffenen? Die Einteilung der spinalen Muskelatrophie ist gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir bei Kindern sehen. Also auch da gibt es die klassische Einteilung in Typ 1, 2 und 3 Patienten in Abhängigkeit davon, welchen motorischen Meilenstein, also stehen, sitzen, laufen, Erwachsene jemals in ihrem Leben erreicht haben. Der Unterschied ist aber, dass mit steigendem Lebensalter, auch wenn die Betroffenen das Erwachsenenalter erreichen, diese motorischen Meilensteine wieder verloren gehen können. Und so kann es durchaus sein, dass Kinder, die oder Menschen, die im Kindesalter laufen gelernt haben, diese Gehfähigkeit dann im mittleren Lebensalter wieder verlieren können. Und deswegen ist die spinale Muskelatrophie insgesamt von der Erscheinung und vom Schweregrad bei erwachsenen Patienten deutlich breiter und unterschiedlicher, als wir das so üblicherweise im Kindesalter sehen. Meines Wissens gibt es eine Einteilung in Kategorien der SMA. Ja, es gibt eine Einteilung, und die klassische Einteilung ist immer noch SMA Typ 1. Das heißt, man konnte nie das freie Sitzen erlernen. Typ 2 sind Kinder, die sitzen, aber niemals laufen konnten. Und Typ 3 sind dann Betroffene, die zu ihrem eigenen Zeitpunkt laufen konnten. Es ist aber so, dass sich die Einteilung ein Stück weit ändert und wir aktuell eher dazu übergehen zu schauen, was kann der Betroffene zu dem Zeitpunkt, wenn wir ihn sehen. Und dann benutzt man eine englische Klassifikation. Und dann unterscheidet man Patienten, die nicht sitzen können, als sogenannte Non-Sitter, von denjenigen, die sitzen können, als Sitter, und von denjenigen, die noch laufen können, als Walker. Was bedeutet denn das Leben mit SMA für Erwachsene? Betroffene erwachsene SMA-Patienten haben die gleichen Wünsche und Ziele im Leben wie Nichterkrankte auch. Das heißt, sie möchten einen normalen Beruf ergreifen, eine Familie gründen, ihren Wünschen und Zielen nachgehen. Aber es ist schon so, dass die Erkrankten, dadurch, dass die Erkrankung sich im Kindesalter ja üblicherweise manifestiert, von vornherein das ganze Leben auch ein Stück weit danach ausgerichtet ist. Das heißt, auch zum Beispiel bei der Berufswahl oder bei der Schulwahl oder Ähnliches spielt die motorische Einschränkung eine bedeutende Rolle. Wichtig ist, dass diese Erkrankung, wenn wir sie nicht behandeln, eben weiter voranschreitet. Das heißt, es kommt zu einem Verlust von weiteren motorischen Funktionen. Patienten können dann, sind vielleicht abhängig vom Rollstuhl oder Ähnliches, können die Arme nicht mehr so gut bewegen. Und unsere modernen Therapien zielen eben darauf ab, diesen Funktionsverlust zu verhindern, dass von SMA betroffene Erwachsene eben auch ihre Lebensziele erreichen können. Was sollten Mediziner und Medizinerinnen aktiv ansprechen? Ja, als Behandler sollte man sich von den motorischen Einschränkungen nicht täuschen lassen. Patienten haben die gleichen Wünsche und Ziele im Leben, und viele Aspekte muss man als Behandler aktiv ansprechen. Also Aspekte wie Berufswahl, Familienplanung, welche Wünsche und Ziele im Leben bestehen. Das heißt, alles, was auch ein Stück weit neben den medizinischen Einschränkungen, neben Hilfsmittelversorgung und Ähnliches eine Rolle spielt, auch sozialmedizinische Aspekte, welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es überhaupt, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es überhaupt, um ein möglichst normales und aktives Leben zu führen. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung ist, denn wir haben einzelne Patienten, die schwerst betroffen sind, vielleicht nur noch Finger oder Ähnliches bewegen können, aber trotzdem versuchen, Berufen nachzugehen. Und da ist es ganz wichtig, dass man diese Punkte als Behandler auch aktiv anspricht und sich eben nicht davon in Anführungsstrichen täuschen lässt, dass die motorische Einschränkung so ausgeprägt ist, dass das vielleicht gar kein Thema ist. Welche wirksamen Therapien stehen denn erwachsenen SMA-Patientinnen zur Verfügung?
Es gibt mehrere Therapiemöglichkeiten und wenn man bedenkt, dass bis vor wenigen Jahren es eigentlich gar keine Therapie gab und wir jetzt mehrere Therapien zur Verfügung haben, ist es ganz wichtig, dass wir um diese Therapieform wissen. Für die erwachsenen SMA-Patienten sind es im Wesentlichen zwei Therapien. Da ist zum einen die Therapie mit dem Medikament Nusinersen. Das Medikament wird in die Rückenmarksflüssigkeit injiziert und muss immer wieder in dem Fall mehrfach pro Jahr gegeben werden, um den Effekt aufzufrischen. Und für dieses Medikament konnte gezeigt werden, dass es auch bei erwachsenen Patienten tatsächlich hilft. Das heißt, es kommt zu einer Stabilisierung des sonst zunehmenden Krankheitsverlaufes und sogar zu Verbesserungen motorischer Funktionen. Und das zweite Medikament ist Risdiplam. Das ist ein Medikament, das als Saft eingenommen wird. Das ist noch nicht so lang verfügbar, aber auch da konnte in Studien gezeigt werden, dass auch erwachsene Patienten von dem Medikament profitieren. Welches das Beste ist, kann man so nicht genau sagen. Es ist immer eine sehr individuelle Entscheidung und muss den Patienten auch in seiner Lebenssituation mit einbeziehen. Das heißt, welche Therapien sind möglich, welchen Anspruch und welche Erwartungen haben Behandler und Patient an so eine Therapie. Welche Bedeutung haben die Standards of Care in der Therapie? Ja, die Standards of Care sind nicht abgelöst worden durch die medikamentösen Therapien. Es ist schon so, dass die Therapien ein ganz elementarer Bestandteil sind, aber sie können die Standards of Care nicht ersetzen. Das heißt, wir brauchen weiterhin die multidisziplinäre Behandlung bei Erwachsenen, wie es auch bei Kindern der Fall ist, und zwar in Abhängigkeit des Schweregrades. Das heißt, die Physiotherapie, Hilfsmittelversorgung, sozialmedizinische Aspekte, die Beratung durch den Genetiker, die Versorgung von einem Orthopäden im Fall der Atmungsunterstützung, von Lungenfachärzten und natürlich vom Assistenzteam um den Patienten herum sind weiterhin ganz elementare Bestandteile und sind in ihrer Bedeutung auch nicht kleiner geworden. Die medikamentösen Therapien haben sozusagen diesen Standard of Care letztlich wirksam, aber definitiv auch nur ergänzt. Wie wichtig ist denn eigentlich das soziale Umfeld, insbesondere natürlich die Familie bei erwachsenen SMA-Patienten oder Patientinnen? Ja, also von SMA betroffene Patienten führen üblicherweise ein sehr selbstständiges Leben und können auch ihre Wünsche ganz klar formulieren. Aber es ist natürlich schon so, dass bei zunehmender Erkrankungsschwere persönliche Assistenz und auch das familiäre Umfeld eine wichtige Rolle spielt. Und als Behandler bekommen sie auch von diesen Menschen und von diesen Mitbehandlern letztlich auch wertvolle Informationen. Denn manche Dinge kann der Patient selber so gar nicht wahrnehmen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Patienten, wenn die Erkrankung sehr langsam voranschreitet, häufig die zunehmenden Defizite gar nicht so sehr bemerken und dann sagen, es hat sich eigentlich über die letzten Jahre gar nicht so viel verändert. Und wenn sie dann jemanden fragen, der den Patienten vielleicht auch langjährig schon mit begleitet, dann bekommen sie eben doch die Antwort, denk doch nochmal zurück, vor 3, 4, 5 Jahren konntest du diese oder jene Funktion vielleicht doch schon noch. Und dann kommt man so zu dem Moment, dass man denkt, auch über den Caregiver, wie wir das ja nennen, bekommt man nochmal wertvolle Informationen. Und auch von diesen letztlicher Mitbehandlern können wir Informationen darüber bekommen, wie viel Hilfe und wie viel Unterstützung und Assistenz wirklich nötig ist. Und das ist auch ein Stück weit wichtig für die Entscheidung, ob und wie wirksam eine Therapie ist. Also solche Aspekte wie zum Beispiel ein verringerter Assistenzbedarf oder ein weniger intensiver Assistenzbedarf ist auch etwas, was wir mit abfragen und erfassen und ganz wichtig ist. Lieber Dr. Hagenacker, vielen Dank, dass Sie mit dabei sind bei Musculus und alles Gute nach Essen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die heutige Folge von Musculus zum Thema spinaler Muskelatrophie. Wenn Sie mehr Informationen zu diesem Thema haben wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.muskelforschung.at. Weitere Informationen finden Sie ganz sicher in der Infobox unter diesem Video. Sie können auch gerne das eine oder andere Kommentar im Kommentarbereich hinterlassen oder sich an einer Diskussion beteiligen. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.